von der Embedded World. Wir sind wieder bei unserem Kunden AVT Ilmenau. Wir waren im letzten Jahr schon mal da, aber das Unternehmen ist so innovativ, dass wir auf jeden Fall wieder vorbeigeschaut haben, was Jörg Pospich uns vorzustellen hat. Ja, vielen Dank für die Gelegenheit, dass wir hier auch nochmal miteinander sprechen können. Immerhin, dieses Jahr werden wir 30 Jahre alt als Firma. In der Zwischenzeit haben wir uns nicht nur neue elektronische Komponenten zugelegt, die wir entwickelt haben, aus denen wir auch sofort neue und innovative Produkte entwickeln werden, wie zum Beispiel diese EMV-feste Kamera. Nein, wir haben uns auch noch mit 3D-Drucktechnik beschäftigt, aus der wir jetzt zum Beispiel uns, auch wenn das als Kühlkörper recht ungeeignet ist, ein solches Plastikteil zu benutzen, trotzdem können wir dort auf den Platinen gleich schauen, wo die Kühlung am effektivsten stattfinden wird. Und wenn wir dort alle Probleme ausgeräumt haben, dann werden die richtigen Metallteile dazu hergestellt. Auf die Art und Weise haben wir uns nicht nur solche Prototypen für Kühlkörper hergestellt, sondern auch komplette Gehäuse hergestellt für prototypische Kamerasysteme, mit denen wir hier jetzt zum Beispiel auch KI-Systeme das erste Mal anbieten und zumindest erstmal zeigen können, als Beispiel für Entwicklungssachen. Denn wir leben von der Entwicklung. Vielen Dank fürs Gespräch. Also in Ilmenau, da sitzen die Experten für FPGA-Design. Einfach mal anfragen. Genau.